heiße Mika. Man sagt, ich sei anders. Aber ist nicht jeder Mensch anders als alle anderen? In der Nacht wird ein Pferd. Blödsinn, das war vielleicht ein großer Hund. Bernardino oder sowas. Da ist hier wirklich ein Pferd. Da kommt jemand. Ach so, du interessierst dich für mein Pferd. Das sind Vollkornnudeln. Ich hab nichts anderes. Halten Sie das Pferd wirklich in Ihrer Wohnung? Cool. Pferde fallen nicht unter Haustiere und auch nicht unter Kleintiere. Wenn Sie das Pferd nicht sofort wegbringen, zeige ich Sie im Namen der Hausgemeinschaft an. Mr. Bucephalus, ihr hast noch den berühmten Hengst vom Alexander den Großen. Bucephalus. So entspannt habe ich den Mika noch nie gesehen. Er ist ein völlig anderes Kind, wenn er auf dem Pferd sitzt. Schuldest mir noch 3000 Euro. Du kriegst das Geld, Toni. Ich kann für Sie Geld verdienen, damit Sie Bucephalus behalten können. Zwei. Wie machst du das? Ich kann die Zahl sehen, die kommt. 11. Ja, ja! Bucephalus! Ich hol noch schnell mein Pferd. Ja, genau. Und ich hol meinen Elefanten ab.